Lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deinem Januar-Taroskop. Happy New Year, auf dass du ein erfolgreiches, erfülltes 2024 genießen darfst. Ja, herzlich willkommen zu deinem Januar-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein Januar gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wichtig und ausschlaggebend ist, was aber eventuell am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück auf den Link, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Steinbock im Januar. Oh, ich höre für manch einen Yves Saint Laurent ausschlaggebend, sogar eine Zusammenarbeit möglich. Ornamente, wichtig. Schaue dir die Ornamente genau an. Erotik, ausschlaggebend. Dunkelroter Samtstoff. Fast schon mit so einem lila Touch. Und die Serpentinenpflanze. Wow, was nicht wieder alles für dich durchkommt, lieber Steinbock. Spannend. Ein Wassermann ausschlaggebend für dich. Eher beruflich als privat. So, wohin möchtest du im Januar deine Segel setzen? Wohin soll es dieses Jahr gehen? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Wenn ja, wunderbar. Überdenke noch einmal, es gibt Besseres, es gibt eine bessere Richtung, eine leichtere Richtung, eine buntere Richtung. Falls nein, ist dies dringend erforderlich, denn es steht sehr viel zur Verfügung für dich. Der Januar, gut möglich, dass er mit Augenproblemen begonnen hat, beziehungsweise Kopfschmerzen, auf das die Augen trennten. Muss aber nicht sein. Sind Kollektivlegungen, gilt nicht immer alles für jeden. Also, das Schiff. Setze die Segel. Dieses Jahr bringt dich sehr weit. Es steht sehr viel zur Verfügung, wie gesagt. Es kommt aber darauf an, wie du innerlich ausgerichtet bist. Bist du stur auf etwas gerichtet oder sagst du, nee, ich will in diese Richtung gehen, schauen wir mal, was kommt. Ganz wichtig, denn es geht darum, etwas zu erkennen. Du gibst dein eigenes Tempo an. Hast du dies erkannt? Ich zeig dir mal die Karten. Hast du dies erkannt oder darfst du es erkennen jetzt schon im Januar? Wirst du die Segel auch richtig setzen. Ansonsten gibt es Mitte des Jahres einen U-Turn. Gut, Zeit ist relativ, ist jetzt kein Zeitverlust. Es sind alles Erfahrungen, die du machst. Manch einer muss sie auch machen. Ja, wähle weise, lieber Steinbock. Der Januar ist für dich sehr wichtig. Wie gesagt, hier, der Wassermann. Ja, und ein Wassermann vielleicht auch. Sehr gute Gespräche stehen dir zur Verfügung. Mit wem auch immer, ist jetzt nicht ausschlaggebend, ist bei jedem verschieden. Ob Freunde, Familie, Kollegen oder gar der Chef. Es sind sehr inspirative Gespräche, lieber Steinbock. Manch einer kann
gegen den 12. Januar Probleme in den Händen bekommen, vor allem in der linken Hand. Immer zum Arzt gehen, lasst euch beraten und behandeln. Aus spiritueller Ebene ist, weil diese, nicht die linke Hand, die rechte Hand, weil die rechte Hand hier möchte etwas befreit sein. Es ist ein Energiestau drinnen. Sie sagen, sobald ihr Schmerzen habt, reibt im Uhrzeigersinn, auf dass es richtig heiß wird. Diese Energie hier möchte raus. Es ist die kreative Schaffensenergie. Wohin setzt ihr eure Segel? Überdenkt. Wen nehmt ihr mit? Wer darf mitfahren auf eurem Schiff? Ich hoffe, ihr seid der Kapitän, denn ansonsten wird es eine Irrfahrt. So, der Januar beginnt mit einer Wunscherfüllung. Diese Wunscherfüllung kommt ganz plötzlich. Es ist etwas sehr, sehr Gutes. Es ist wirklich schon so, wow, ein lang gehegter Wunsch, ein lang gehegter Traum wird wahr. Viele Steinböcke werden sich dabei ertappen, Rituale zu machen, beziehungsweise sich sehr für Rituale zu begeistern, zu interessieren. Das sind zu viele. Und trage eine Kristallspitze bei dir, am besten in der Hosentasche oder als Kettenanhänger, aber am besten in der Hosentasche, um deine Energien auszugleichen. Schisandra-Beeren, der Zweig mit Schisandra-Beeren, auch ausschlaggebend für dich. Ein Affe, sei es als Krafttier oder beziehungsweise als Glücksbringer, was auch immer, ein Affe ausschlaggebend. Insbesondere ein Orangutan. Yes. Das Neue, es kommt. Wir haben hier doppelte Karte von eurer Wunscherfüllung. Es kommt ganz, ganz plötzlich, gut möglich, über ein Feuerzeichen, muss aber nicht sein. Und daraufhin, spätestens daraufhin, werdet ihr wissen, in welche Richtung es geht. Denn es ermöglicht euch sehr, sehr viel. Gut möglich auch, dass ihr einen abrupten Richtungswechsel habt. Das heißt, wenn ihr ein Vorhaben hattet, von dem auch überzeugt war, bei euch bleibt kein Stein mehr auf dem anderen und das schon ab Januar. Perlen ausschlaggebend, sei es als Schmuck wie auch als Schatz. Eine Mutter ausschlaggebend, eine Mutter, die Heilung erfahren darf. Denkt dran, Heilung, sei es physisch, kann aber auch spirituell sein oder beides zusammen. Dann geht es darum, dass ihr euch mit Dreiecken beschäftigen sollt, aus spiritueller Sicht heraus. Feuerzeichen, Feuerzeichen, Feuerzeichen. Es wird heiß, es wird sehr erotisch mit einem Feuerzeichen. Feuerzeichen, Widder, Löwe, Schütze. Da, schau, was sage ich. Altes wird beendet, es gibt kein Zurück mehr, das Neue beginnt. Das Neue, ihr seht es nicht kommen, es kommt auf euch zu, ihr werdet dort hinein katapultiert, es ist wie ein Sog, ihr werdet dort hinein gezogen.
geht dem mit Leichtigkeit entgegen, angstfrei, wenn möglich. Veränderung ist immer für die meisten von uns mit Angst verbunden, weil man die Kontrolle nicht hat, wo wird es mich hinführen, wo wird es enden. Doch, lieber Steinbock, vielleicht ist es genau das, was du brauchst. Dann ein Thema, ein ganz großes Thema, wo du sehr viel hineingesteckt hast an Energie, an ja teilweise auch Sorgen, was dich sehr mitgenommen hat. Auf hohem Ross, Vorsicht vor dem Fall, lieber Steinbock. Der Januar wird für dich ab dem 8. bis 12. Januar wird für dich sehr arbeitsam, denn du wirst deinen ganzen Fokus in dieses Neue, in die neue Ausrichtung hineinstecken. Das Lustige daran ist, lieber Steinbock, du bist ja eh so gesehen gar nicht mal so gesprächig, wenn es um deine kleinen privaten Geheimnisse geht. Doch diesmal kann es dir nicht schnell genug gehen, dass du es herausposaunst. Doch diesmal ist es die geistige Welt, die sagt, pst, fang an, lass dir nicht in die Karten schauen und ja, es wird sich dann der Öffentlichkeit zeigen, also deinen Freunden, Bekannten, Verwandten, wenn es soweit ist. Du hast eine Idee. Diese Idee ist sehr lukrativ für dich. Das heißt, du kannst dadurch Income, sehr, sehr gutes, sehr, sehr großes Income generieren, wenn die Basis stimmt. Und um diese Basis zu schaffen, halt den Mund, denn ansonsten wird dir viel zu viel reingequatscht. Du wirst viel zu viel und viel zu sehr abgelenkt. Das kannst du jetzt nicht gebrauchen. Es ist, als würdest du deine Charakterstärken, deine Talente gepaart auf einen Punkt bringen. Es ist, als hättest du ja für dich die Idee des Jahrtausends. Wow! Nimm dir alle Zeit der Welt, die du brauchst. Lieber Steinbock, das ist ganz, ganz wichtig. Denn es möchte alles wohl geplant sein. Es möchte alles ohne Ablenkung stattfinden. Wer zu schnell entscheidet, zu ungeduldig ist, hat Konsequenzen zu tragen. Und dann gelingt das Projekt nicht so, wie du es vorhattest. Dann ist erstmal eine Phase des Verlustes da, sei es an investierter Zeit wie an Money, Money, Money. Aber das macht nichts, es kommt zurück. Es ist einfach ein Umweg. So, dann die Liebe, die möchte dich ablenken. Sie schafft es sogar, dich abzulenken, gut möglich. Ein Wasserzeichen, ja, auch da. Für das, was dir zur Verfügung steht, lasse dich nicht ablenken, lieber Steinbock. Lasse dich nicht ablenken. Du wirst etwas erfahren, und zwar ein Feuerzeichen. Widder ist hilflos, heillos, verliebt. Wir machen weiter im Extended. Wir warten dort auf dich. Bis gleich.